Hallo und willkommen zu Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Ja, heute gucken wir uns Heavenly Delusion an. Aber bevor ich oder wir das machen, würde ich euch gerne darum bitten, abonniert den Channel. Wir wollen 1000 Abonnenten dieses Jahr und wir sind jetzt bei ein Viertel sozusagen. Aber es ist alles möglich auf YouTube. Also helft uns zu wachsen und abonniert auch unsere Instagram-Channel. Die ganzen Links findet ihr unter dem Video. Und ja, Thomas, du bist ja Anfang August auf der Animagic, oder? Das ist richtig. Ich bin auf der Animagic vertreten. Kommt gerne vorbei. Ihr könnt meine Comics dort erwerben. Ihr könnt Commissions, Zeichnungen kaufen, was auch immer. Ihr könnt auch einfach nur so vorbeikommen, ein bisschen quatschen. Würde mich freuen. Sehr cool. Animagic im Rosengarten in Mannheim. Also schaut vorbei. Es ist jedes Jahr ein vollgepacktes Haus in Mannheim. Und ja. Heavenly Delusion. Hast du diesen Manga schon mal gesehen vorher? Noch nie zuvor gesehen. Ich dachte mir, es wäre ein guter Zeitpunkt, den Manga mal abzuchecken, weil auch jetzt vor kurzem die erste Season des Animes herauskam und die recht populär war. Und ja, mich der Manga schon angesprochen hat, eigentlich als der ursprünglich rauskam. Und ja, die Zeit vergeht. In Deutschland kam dieser Manga schon 2020 raus und in Japan sogar 2018 schon. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 7 Bänden in Deutschland. Und ja, jetzt habe ich mir den ersten Band mal geholt. Und ja, ich schnupper gern immer mal in Mangas rein. In aktuelle Mangas. Und hier hat mir der Zeichenstil sehr zugesagt. Ich finde diesen luftigen Zeichenstil, aber auch so diese Otomo-Möbius-artige Schraffierung auf Jeans und anderen Kleidungsstücken finde ich immer ansprechend. Das ist irgendwie genau mein Ding. Und ja, das ist ein Sci-Fi-Manga. Und ich denke, wir starten einfach mal direkt durch. Hier geht es in so ein, fängt es an in so einem, ja, wie so eine Art dystopischen Kinderheim. Weißt du, diesen Kids hier, den fehlt es an gar nichts. Aber die leben halt wie in so einer Blase. Man sieht auch hier, das ist alles überdacht. Die haben halt haben hier Bäume und Wohnungen, aber die sind halt abgeschottet von der Außenwelt. Und dieser Manga, der springt immer mal hin und her zwischen verschiedenen Personengruppen. Zum einen hier dieses Kinderheim, sage ich jetzt mal, und unseren zwei Hauptfiguren, die in der Außenwelt unterwegs sind. Also außerhalb diesem Raum oder Gebäude hier. Und ja, ich finde den Zeichenstil ziemlich cool, weil der hat nicht so diesen typischen Manga-Stil mit großen Augen, sondern es ist noch relativ realitätsnah von den, ne, Proportionen her. Es sind nicht so diese übergroßen Augen. Und auch von den Proportionen her ist es noch recht realistisch. Und ja, hier werden halt Charaktere eingeführt. Mimi Hime ist das Mädchen hier und sie meinte, heute wird ein Test geschrieben und die Freundin meinte, was, ein Test, glaube ich nicht, und dann gehen sie alle ins Klassenzimmer und dieser Roboter, der da auf die aufpasst und sie ihnen Dinge beibringt, ihr Lehrer ist sozusagen, sagt halt, ein Test. Oh, ich wäre schon durchgefallen, wenn ich hier diese Matheaufgaben sehe. Ja, und die haben hier so Tablets mit so Matheaufgaben, 10 Aufgaben sind da drauf geschrieben. Und ja, es gibt hier einen Charakter, der zeichnet immer sehr gerne. Es wird hier im ersten Band wird nicht so wirklich drauf eingegangen, was mit diesen Kids hier ist. Die leben hier. Man sieht hier nur, das eine Mädchen sieht hier eine 11. Aufgabe. Möchtest du ins Gebiet außerhalb von draußen gehen? Yes, no. Und sie wundert sich, was ist das? Und dann fragt sie den Lehrer so,
Bei mir sind es 11 Fragen. Was bedeutet das außerhalb von draußen? Und dann guckt sie noch mal drauf und dann ist die 11. Aufgabe wieder weg. Und so, hä? Das ist irgendwie ein bisschen weird. Und alle gucken sie an, so, hä? Was meint sie? Und ja, die schreiben hier den Test und gehen danach wieder zurück in ihre, ja, gehen ihrem normalen Leben da in dieser Bubble nach. Und ja, diese Mimihime fragt sich so, ja, was ist eigentlich außerhalb von diesen Wänden, in denen wir leben? Achso, ja, diese Mimihime hat auch immer einen Traum, in dem sie träumt, dass zwei Personen durch die Wand kommen, um sie zu holen. Und so ziemlich dann gibt es den Sprung dann nach draußen. Wir sehen, Tokio ist zerstört. Irgendwas Schlimmes ist passiert, irgendeine Katastrophe. Und hier diese zwei Jugendlichen leben in dieser dystopischen Welt und sind hier unterwegs. Und suchen überall, wo es geht, nach Nahrung, Unterschlupf, alles, was sie halt gebrauchen können. Und ja, die Prämisse der Story ist, dass sie sein Bodyguard ist. Und er ist auf der Suche nach dem Himmel. Man weiß nicht genau, was der Himmel ist. Der Himmel ist ein Ort, wo jemand lebt, der genauso aussieht wie er. Und ich vermute, dass es dass der Himmel halt dieser Ort hier ist. Aber ja, es wird auf alles nur sehr vage eingegangen. Hier in dem ersten Band ja, sind sie halt hier unterwegs. Hier finden sie ein Klopapier und sie da wächst irgendwie eine Pflanze aus dem Klo raus. Und das Klo funktioniert zwar nicht, aber sie findet es viel besser, aufs Klo zu gehen, als im Busch. Spätestens seit Corona wissen wir, dass das das Größte wertvoller ist als Gold, Klopapier. Ja. Aber ich finde den Zeichenstil einfach super cool. Ich weiß nicht, ich finde die Art, wie die Klamotten gezeichnet sind und die Gesichter. Und ich liebe auch diese, wenn auf den Gesichtern so diese Strichel. Ich weiß nicht, in den 80er, 90er war das halt super in, das so zu zeichnen. Und heutzutage ist es nicht mehr so. Ja, am Anfang ist es noch relativ slow vom Pacing her. Es geht darum, die Beziehung zwischen den zwei Charakteren zu zeigen und wie sie sich hier was zu essen machen und aber das fürchterlich schmeckt. So von der Dynamik von den zwei Charakteren erinnert es mich ein bisschen an den Manga Eden. Aber ich glaube, das liegt nur daran, weil es einfach ein Junge und ein Mädchen in der postapokalyptischen Szenario ist. Der Ton ist, glaube ich, schon ein anderer. Okay. Ja, und in dieser Welt sind auch Monster unterwegs. Und hier in diesem ersten Band ist so das große Monster, dieses vogelartige Vieh mit so einem, ja, mit so. Ich kann es kaum beschreiben. Es ist so. Mischung aus Vogel und so. Einem Hummer oder sowas. Ist irgendwie so, ja, in der Richtung. Aber wohin geht der Hals? Der geht ja so nach hinten Ja, es. in den Körper wieder rein. Sehr bizarre, surrealistische Figur. Ja. Ach so, okay, das Aber. ist einfach nur wie ein Schwanz vorne. Sieht ziemlich cool aus, gefällt Ja. mir gut. Ja, es hat halt so ein Parasite-Feeling, Ja, auf jeden genau. Fall. Und ich meine, aber auch bei Akira gibt es also dieses Organische irgendwie. Das Organische im Body-Horror. So, ich liebe Ja. das so ein bisschen. Ja, und Charakterdesigns finde ich auch ganz cool. Ich mag, dass er so komplett schwarz gekleidet ist und sie eher hellere Klamotten trägt. So einfach so als Kontrast. Und ja, die treffen hier auf so drei verwahrlost aussehende Männer, die zwei eigentlich direkt vergewaltigen wollen, weil sie wollen so, oh, Weiber, zwei Weiber. Aber
Wenn ich an die Gesichter, auf die Gesichter Ach so, gucke, muss ich dann, aufhören. sie ist auch ein weiblicher Charakter. Nee, das ist ein Junge. Ah, okay. Weil der sagt, ich bin ein Junge. Ach, Mist, ein Knirps. Sondern ich bin auch ein Junge. Lüg doch nicht. Aber wenn ich an die denke, muss ich auch an Otomo denken, irgendwie. So diese Domo, so ein bisschen, weiß nicht. Die sind vom Charakterdesign ganz anders. Also die haben überhaupt nicht diese Ja. Manga-typischen zierlichen Nasen oder so, sondern die sind eher realistisch in ihren Gesichtszügen und auch nicht gerade die hübschesten. Mundhygiene und so lässt zu wünschen übrig. Ja, und sie schlagen sie jetzt in die Flucht, weil sie hat so eine Knarre, die ist auch so eine futuristische Waffe, die kann halt irgendwie durch alles Mögliche schießen und hinterlässt halt praktisch nur ein Loch. Man erfährt auch später, woher sie die Waffe hat, von der Person, die vorher auf den Jungen aufgepasst hat, aber die Person hat irgendwie eine komische Krankheit bekommen und ja, sie hat sich dann diese Waffe von ihr gekrallt, aber so an sich weiß man halt so wirklich, woher diese futuristische Waffe herkommt. Das ist auch nochmal so ein Mysterium, woher das kommt. Genau, hier sieht man die Waffe auch nochmal. Genau, also es ist auf jeden Fall kein klassisches Waffendesign. Die sollen die beiden jetzt zu ihrem Unterschlupf da führen, damit die ihre Vorräte und alles Mögliche aufstocken können. Ja, und dann geht es hier wieder zurück zur so ein bisschen Story zu den Kids in diesem, ja, in dieser Bubble. Ist das dieser Charakter, wo der andere Hauptcharakter, also der ältere Junge meinte, im Himmel ist jemand, der so aussieht wie er, weil der sieht dem ja schon Höchstwahrscheinlich, sehr ja. ähnlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Oder ist das vielleicht sogar seine Vergangenheit? Also Ja, ich boah, jetzt frage. bin ich irgendwie schon hooked hier bei diesem. Jetzt will ich Also, wissen, was hier los ist. ja. Also, wie es so typisch ist für den ersten Band von einem Manga, es wird natürlich gar nichts aufgelöst. Es werden dann Fragen gestellt und ja, die Welt wird vorgestellt, die Charaktere werden zum Teil vorgestellt. Aber ein bisschen Nudity gibt es auch. Aber es ist ein bisschen grenzwertig, weil sie sagt, sie ist 19, aber sieht halt immer noch aus wie ein Kind, wie ein Teenager schon fast. Ja, ist ja sehr oft bei Mangas der Fall. Ja, und ja, die finden hier jetzt so ein Hotel, wo sie Unterschlupf finden. Und ja, hier so 120.000 in Ordnung. Sind Sie sicher, dass es nicht zu billig ist? Sind 1.020 Euro für eine Nacht übernachten? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich ein Witz ist, aber ich glaube schon, weil die halt in dieser dystopischen Welt aufgewachsen sind und sie wissen gar nicht, wie viel manche Dinge kosten. Für die ist es einfach nur Papier. Und ja, die übergeben sogar so ein paar Batterien und die freut sich voll darüber. So, oh, super, damit die kann ich voll nutzen. Und ja, und dann machen sie halt so das Typische, wenn man in so einem japanischen Hotel ist, gehen in so einen Onsen rein. Und baden. Und die Hotelbesitzerin macht denen auch was zu essen. Und die können es kaum glauben, so wow, voll geil, wir konnten baden und essen und haben Dach unterm Kopf und voll cool. Stellt sich dann heraus, dass die beide sehr schnell müde werden und sich dieses vogelartige Wesen dem Hotel nähert. Und die Hotelbesitzerin spricht auch davor darüber, ja, dass nachts soll man nicht rausgehen, weil halt Monster draußen unterwegs sind nachts. Und ja, dieses Vieh, das dehnt sich so Parasite-mäßig dann aus und guckt hier durchs Fenster.
Sieht wirklich sehr, also gerade da in dieser Szene sieht es wirklich sehr wie Parasite aus, mit den kleinen Augen. Und ja, die eine, mir ist gerade der Name entflogen, aber ja, sie wacht auf und sieht, oh, scheiße, da ist ein Monster vor dem Fenster und die Hotelbesitzerin schießt dann auf den, genau, Ah, sie, Hiroko nennt, Hiroko, das ist ja der so klassische ja, japanische Goblin-Monster. so nennen sie die Monster, die in dieser Welt unterwegs sind. Und dann ja, gehen sie raus und wollen das Vieh dann killen. Und ja, battlen sich dann mit dem, schießen auf den und der schwingt halt mit diesen Tentakeln, was er da hatte, so peitschenartig aus und kann halt alles zertrennen damit. Und ja, dann ist sie eigentlich hier schon. Sie hat sich ausgerechnet, da, wenn sie zweimal auf den Flügel, einmal auf den Kopf, einmal auf den Bauch schießt, dann müsste sie eigentlich tot sein. Und hier ist sie dann vor dem finalen Schuss und dann stellt sich aber diese Hotelbesitzerin davor und versperrt ihr den Weg. Beziehungsweise, ah ja, sie stößt sie weg, genau. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Monster ihr Sohn ist. Beziehungsweise ihr Sohn wurde gefressen von dem Monster, aber sie denkt, dass der Sohn sich in dieses Monster verwandelt hat. Und weil teilweise als andere Gäste sie vergewaltigen wollten oder halt angefallen haben, kam er zur Hilfe und hat die Gäste gekillt. Und deswegen denkt sie, dass immer noch ihr Sohn da drin ist, um sie zu beschützen. Und dann meinen sie, ja, okay, ja, wenn du meinst, dann besteht eigentlich auch kein Grund, das Monster dann zu killen. Man sieht auch, das ist ein verdammt großer Vogel. Also, als man ihn das erste Mal gesehen hat, habe ich gedacht, ja, okay, er ist halt so ein normaler Vogel, aber das ist ja, der ist ja irgendwie 3, 4 Meter groß. Dann nähert sie sich ihm und sagen sie, ja, unglaublich, es gibt also Menschenfresser, mit denen man reden kann. Und dann sehen sie und dann passiert natürlich das, was passieren muss, und der schneidet ihren Kopf in der Hälfte oder ja, zerhackselt eigentlich ihren ganzen Körper und ja, absorbiert sie dann komplett. Cool. Und ah, Mist! Maru, hast du es gemerkt? Die Peitsche kann er nur in eine Richtung schwingen. Und dann ja, kommen sie auf einen Plan, das Vieh dann zu killen. Und der hat auch so komische Kräfte, indem er irgendwie in Lebewesen reingreifen kann und dann zerquetscht er das Herz oder ja, das Organ, was er braucht zum Leben. Also er kann irgendwie durch Materie durchgreifen. Und dann fällt der Vogel tot um. Also es ist ja nichts von allem, aber ja. Ja, ziemlich cool. Und ja, also sind ja mehrere Kids, die da drinnen leben, in diesem Saat Kinderheim, in dieser Bubble. Und die haben halt auch nochmal alle ihre so ein bisschen ihre Persönlichkeit und Story, aber da muss ich jetzt nicht drauf eingehen eigentlich. Sehr, sehr cool. Also vom Cover her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie in so eine Monster-Richtung geht. Ich bin ja ein Riesenfan von Monstern und auch gerade so Hirokos und Parasite-artige The Thing, John Carpenter's The Thing, Kreaturen finde ich mega cool. Von daher muss ich diesem Manga definitiv mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Du hast gesagt, es gibt auch einen aktuellen Anime dazu. Ja, genau. Wo sieht man den? Kann man den sehen bei uns? Das weiß ich nicht. Das musst du mal nachschauen, ob es Muss ich das mal auf gucken. Crunchyroll oder so gibt. Ich habe persönlich den Anime auch noch nicht gesehen. Aber will ich mir auf jeden Fall auch reinziehen, weil der auch ziemlich cool aussieht.
Und ja, aber ich habe diesen Manga eigentlich schon immer so ein bisschen geliebäugelt. Und ja, jetzt habe ich ihn mir mal endlich mal angeguckt. Und ja, ich war sehr zufrieden. Sehr cool, das sieht sehr cool Es ist aus. halt immer so eine Sache, weil man kann. Man hat natürlich nicht unendlich viel Platz und meine Bücherregale sind schon am Platzen. Und jetzt sind wir bei 7 Bänden von diesem Manga und ich weiß nicht, wie viele Bände davon noch kommen werden. Ich hoffe ja, dass es vielleicht nicht so eine lange Serie wird, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber wenn es jetzt wieder eine Serie ist, die unendlich lang geht, dann weiß ich nicht, ob ich die dann tatsächlich sammeln werde. Ja. Falls ihr, liebe Zuschauer, Heavenly Delusion kennt, den Manga oder auch jetzt den Anime geguckt habt, schreibt gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Habt ihr auch diese ganzen Verbindungen zu Parasite gesehen oder auch so ein bisschen das, jetzt weiß ich nicht, ob die Leute das Otome-artige, aber du weißt, was ich meine, oder? So ein bisschen diese auch von einem dystopischen Setting, so ein bisschen, da muss ich persönlich dann immer Otomo natürlich denken. Ich meine, Otomo Oh. hat diesen Stil Ja. erfunden Ja. praktisch. Er hat Manga, die Art, wie Mangas gezeichnet sind, revolutioniert und deswegen denkst du da halt wahrscheinlich an Otomo, weil er Ja. derjenige ist. Danach haben ja praktisch fast alle so gezeichnet in diese Richtung, wie Otomo eingeschlagen hat. Ja. Ja, und nachdem wir jetzt auch viele alte und Klassiker-Mangas behandelt haben, dachte ich mir, es ist auch mal gut, ein paar frische Sachen auf den Channel zu zeigen und zu zeigen, dass auch ein paar neue Sachen auf jeden Fall auch lesenswert sind. Definitiv. Also ich werde diesen Manga jetzt auch mal genauer abchecken, nachdem du den jetzt vorgestellt hast. Vom Cover her hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so in diese Richtung geht. Also es sieht schon so nach ja, postapokalyptisch Sci-Fi aus, aber dass da jetzt so Monsterkreaturen auftauchen, bin ich gespannt, was da die größere Story ist insgesamt, auch mit den Kids, die da abgeschottet leben. Sehr, sehr interessant. Ja, und ja, sowas ist immer sehr inspirierend. Werde ich auf jeden Fall auch irgendwie wieder verwerten. Und so Mangas inspirieren mich auf meine eigenen Comics. Ja, mein aktuelles Comic, Gashapow Band 1 und 2, gibt es in unserem Comic Dojo Webshop. Findet ihr auch in den Links unter dem Video. Und ansonsten meine Sachen. Auf Instagram unter Steve-Suzalek oder meiner Webseite steve-suzalek.com. Und Thomas, bei dir? Mein aktuelles Comic ist Shaolin Grandmaster Killer, Band 1 und 2, findet ihr in unserem Shop. Informationen zu meinen aktuellen Projekten und so weiter findet ihr auf Instagram, Thomas-Suzalek oder auf meiner Homepage, Thomas-Suzalek.com. Mich könnt ihr antreffen, wie du vorhin erwähnt hast, auf der Animagic erstes Wochenende im August. Ich glaube, 4. bis 6. ist das exakte Datum. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Gerne könnt ihr dort meine Comics erwerben oder einfach mal ein bisschen quatschen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.